habe und dass es so ziemlich keine Beleidigung gibt, die ich nicht schon mal gehört habe. Aber ich finde, das, was sich der Herr Pocher gestern in der Live-Sendung zu Let's Dance erlaubt hat, geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Deswegen wende ich mich jetzt an dich, Herr Pocher. Wir können das gerne unter Männern austragen, wobei ich nicht weiß, ob du einer bist. Und da kannst du dich ruhig in deinem Wendler-gebrandeten T-Shirt verstecken. Ich weiß, dass du so sein willst wie der Wendler, aber der wirst du nie sein. Davon bist du so weit entfernt wie der Mond von der Erde. Deswegen, ich bin jederzeit bereit, mich mit dir zu betteln, denn leg dich nicht mit dem Wendler an. Wo ist denn die Cola? Irgendwie und irgendwann kam der Cola-Mentos-Mann. Er packt die Mentos in die Coke. Ja, dann war er nicht mehr broke. Mehr als eine Mio-Life. Ja, die Kritiker haben sich leid. Doch jetzt ist er ziemlich reich. Wie ein Barber, wie ein Scheiß. Ja! Iria, machst du Bilder? Ja. Kann ich kurz mal dein Handy angucken? Ah, cool. Nein, 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 Steffen, nein! Okay, wir machen einen Deal. Wenn du diese Woche noch die 200.000 schaffst, dann kaufe ich dir ein neues Handy. Bitte folgt mir. Leute, beste Leben. Hier höre ich Musik, hier talk ich Fortnite. Beste Leben. Und so. Wie? Paar Chicks und so. Paar Chicks? Ja, Mann. Paar Chicks klären hier in Hamburg oder was? Na klar, du weißt Bescheid. Hast du schon was geklärt heute, oder? Ja, eine. Eine? Ja, Mann. Und dann heute Abend Pfeife oder was? Ja, Bro, mal gucken, ne? Mal gucken, bisschen, ne? Bisschen Fortnite, wie ist das? Gleich arbeiten, Mann! Ich habe es satt, immer die gleiche Scheiße zu machen. Schleifenfüller, Schleifenfüller! Ich will das nicht mehr machen! Wychodzisz do kumpli na piwko, nie? Ty bierzesz sobie piwko, otwierasz tak, o! Ale wyjebał co? Bierzesz sznuga? Jaaa! Ty kurwa! Schild, schick mir ein Rentier. Schick mir ein Rentier, auf dem ich nach Hause reiten kann. Der Weihnachtsmann reitet doch auch auf Rentieren. Ich will jetzt auch nach Hause. Do you not know? Ein Witz. Herr Jansen, sagen Sie mal Amenakoyom. Omako. Nein, Amenakoyom. Omako, Junge. Glaubt, Alter, schreib mal was Vernünftiges. Alter, schreibt er mir, hey, bist du ekelhaft oder so? Alter, hast du Tomaten auf den Augen? Hast du irgendwas Falsches gegessen? Bist du statt mit dem rechten Bein, mit dem linken Bein heute Morgen aufgestanden? Wie kann man hey schreiben, Alter? Ich kann das nicht mehr. Was kannst du nicht mehr? Mit dir zusammen sein. Ist das gerade dein Ernst? Wir sind erst seit 3 Stunden zusammen. Ja, reicht. Die Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird. In Corona-Typen stehen und die können ins Gesicht spucken und die können mich anstecken und mir passiert trotzdem nichts. Warum? Weil ich ein gutes Immunsystem habe. Das müsst ihr mal verstehen, okay? Es können 10 Corona-Chinesen und 20 Italiener, Corona-Italiener, können mir ins Gesicht spucken, ja? Wenn sie wollen, mich sogar an Sicht rein, okay? Und können mir diesen Virus geben, aber das macht mir nichts. Mir macht's nichts, okay? Seiten auf Sifir, Seiten auf Null, Leute. Mashallah. Seiten auf Null, Brüder. Oh, Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen. Oma, ich hab deinen Lieblingskekse. Das ist aber lieb, womit habe ich ihn das verdient?
Eine Nachricht an euch alle. Ich habe gerade die neuesten Infos über den Coronavirus und es kommt auch aus einer richtig, richtig sicheren Quelle, Leute. Da könnt ihr mir definitiv vertrauen. Und zwar habe ich nämlich gerade mit meiner Mutter telefoniert und von ihr die Freundin, dessen Tochter arbeitet nämlich in einem Unternehmen, die hat mit dem Chef von ihr gesprochen, der bestätigt hat, dass von ihm der Sohn, dessen Freund in einem Fußballverein spielt, wo alle dort, die da mitspielen, auch bestätigt haben, dass der eine aus dem Verein, dessen Cousin aus Österreich nämlich, in der Schule mit seinem Lehrer geredet hat, dass der Sohn von dem Lehrer, dessen Freundin in der Uniklinik arbeitet, dort nämlich an der Studie teilgenommen hat und die Ergebnisse von einer Kollegin, dessen Schwiegermutter, die Schwiegermutter war das, auch bestätigt hat, dass die von der Forschungsarbeit herausgefunden haben, dass die Situation ernst ist und wir dringend Klopapier kaufen sollen. Deswegen kauft Klopapier. Bruder muss los. Bruder muss los. Shisha-Bar ist plötzlich ein Lied geworden. Wie ein Lied? Nur ich komm rein, sagt er mir, nicht in der Jogginghose. Bist du jetzt Shisha-Bar mit Face-Control? Halt's Maul. Sag ich, Bruder, seit wann so? Sag, nö, du bist nicht passend angezogen. Ach, ujet, blad. Nicht passend angezogen. Er hat vor 5 Jahren zusammen Felgen geklaut, Alter. Und jetzt ist er plötzlich elegant geworden, als ob er nie scheißen geht. Nur ich versteh schon, Alter. Französisches Restaurant, 5 Sterne, blad. Aber Shisha! Noch ujet, bonus, blad. Shisha-Bar war immer für uns asozial, die nicht in Restaurant gehen dürfen. Aber jetzt plötzlich Shisha-Bar High Society geworden. Ach ja, was weiter? Also muss ich bald den McDonalds Platz reservieren? Oder ist Späti, sagen die, nur mit Begleitung? Oder Spielothek, Entschuldigung, hast du Abitur? Steht da, Alter, macht sein Vanilleshake, Vanilleeis. Gießt drauf, Alter, halbe Bar leer, sagt der Bruder. Cayman S. Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja! Es ist kinderleicht und der Erfolg ist ja offensichtlich. Porsche! Und das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen.